Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Yokabashi 2, Part Nummer 40. Ja, im letzten Part haben wir gegen Frau Fatal gewonnen, auch wenn der Kampf ein bisschen knapp war. Also es ist nicht so, dass ich es easy hatte. Aber wir hatten auf jeden Fall auch noch einen schönen Abspann danach. Dem mit der Vergangenheit geht's gut und wir haben noch neue Quests und Co. freigeschaltet, deswegen natürlich das Let's Play weitergeht. Ihr kennt mich ja, ich spiele gerne 100% oder ich versuche es zumindest, soweit es geht. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt noch alles sehen werden, weil ich denke mal, dass doch ein bisschen gequatscht wird. Wir haben auf jeden Fall noch eine Cutscene gesehen, wo hier Nyada zu dem Platz gegangen ist, wo der Laden war von dem einen Typen und hat da den Schlauch hingelegt. Deswegen wird es da bestimmt irgendwas geben, denke ich mal, vielleicht. Oh Gott, die trainieren wieder. Das hatten wir doch schon im Abspann gerade. Oder beim letzten Part zumindest. Gut gemacht, Mannschaft. Wir sind eine starke Einheit bei Schleifers Beatcamp. Oh Mann. Dann kannst du direkt wieder ins Bett legen und pennen. Puh, war das anstrengend, aber es tut gut, Sport zu treiben. Ja, nicht. Wenn wir so weitermachen, habe ich meine Traumfigur ruckzuck. Sag mal, findest du auch, dass die Zeit seltsam vergeht, Undead? Es scheint schon sehr lange her, dass wir Frau für Geld besiegt haben. Aber die Sommerferien dauern und dauern an. Ich will mich nicht beschweren, aber es sind die längsten Ferien aller Zeiten. Wenn wir weiter so trainieren, erkennt uns bald jemand wieder vor Muskeln. Ich dachte, es ging nur mir so. Irgendwas Seltsames geht vor sich. Vielleicht kann ich etwas Licht ins Dunkle bringen. War schon fast klar, dass es Homan Yang sein wird. Hallo Undead, ich hoffe, es ist dir gut ergangen. Homan Yang, weißt du, was es mit diesen endlosen Sommerferien auf sich hat? Vielleicht. Ich denke, das Siegel wurde gebrochen. Das Siegel? Das Siegel verschließt einen Ort, den man das endlose Inferno nennt. Oh, das Inferno ist also doch noch hier, okay. Man erzählt sich, dass es irgendwo in dieser Welt ist, aber niemand weiß wo. Wenn die Yokai dort erwachen, wird die Ordnung durcheinandergebracht. Mächtige Yokai erscheinen in der Menschenwelt und die Zeit läuft im Kreis. Ja, genau, das passiert also gerade. Kenne ich irgendwoher. Laut Legende findet sich ein Hinweis nördlich des Kalebassenteichs. Kalebassenteich Norden, okay, oben. Ein Hinweis auf das endlose Inferno? Welcher Art? Das weiß ich nicht. Ich sagte laut Legende, nicht laut Homan Yang. Das ist alles? Wie sollen wir denn so den Hinweis finden? Du schaffst das schon, ich glaube an dich, Undead. Immerhin hast du die Vergangenheit und die Zukunft gerettet, richtig? Außerdem gibt es noch viele starke Yokai da draußen, die uns helfen können. Ja, die ich vielleicht mal irgendwann mal holen sollte. So S-Rang und so, gell? bist du freundlich zu ihnen, während wir suchen, schaffst du es sicher. Na, wenn das so ist, klar, ich mach's. Ich wusste, dass du für so eine Herausforderung zu haben sein würdest. Viel Glück. Ja, ich kann kaum erwarten, den Hinweis auf das endlose Inferno zu finden. Juhu. Glaube ich. Oh, Trophäe erhalten, okay. Können wir ganz kurz mal gucken, gell? Vielleicht wegen durchgespielt oder so. Na, war der Knopf. Generell, ich habe noch so viel zu machen. Ich hab noch nicht einmal hier keine Ahnung. Also die Yokai-Verbrecher muss ich noch finden, dann die ganzen Insekten, die es noch gibt. Yokais fangen an sich. Die Yokai-Orte, können wir mal ganz kurz drauf gehen. Da fehlen ja auch noch einige. Da steht ja überall gefunden und das sind halt noch die, die noch fehlen. Und ich hab ja nie wirklich reingeguckt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe halt nur so gesammelt, was ich halt so gesehen habe. Ja, genau. Also wie gesagt, da werden wir nach und nach dann gucken. Manches finde ich noch von alleine. Der Rest wird sich dann zeigen. Und auch hier die hier Blasters und alles. Das habe ich alles noch gar nicht gemacht hier.
Was ich auf jeden Fall jetzt zuerst machen würde, wäre gucken, was es neue Quests gibt oder so, denke ich mal. Na, Mama, alles klar bei dir? Irgendwelche Vorschläge für das Abendessen, Undead? Du kannst haben, was du willst. Schlag einfach etwas vor. Essen. Nee, keine Ahnung. Übrigens haben wir auch im Real Life immer so, wenn ich irgendwie gefragt werde, was wir essen machen könnten, ich habe nie Ahnung. So, gut, dann gehen wir mal zuerst direkt mal in zu dem Laden. Genau. Würde ich mal behaupten, der wo in der letzten Cutscene gezeigt wurde. Schubidubidu. War ich richtig gerade? Ich glaube. Vor allem natürlich auch noch dann die Möglichkeit haben, dann noch den S-Rang von der Yokai Watch aufzumöbeln, damit wir auch noch S-Yokai so finden können. Auch wenn ich in erster Linie natürlich vermutlich doch mehr an den Siegel-Yokai interessiert bin. Auch wenn man dazu gleichzeitig sagen muss, dass da manche vermutlich auch nur durch andere A- oder S-Rang-Yokai freigeschaltet werden. Oder besser gesagt, ich fahre einfach mal hier lang, weil ich jetzt sowieso dann nochmal zum Uhrenladen muss. Weil er für uns vermutlich den S-Rang-Quest geben wird, denke ich mal. Ja. Willkommen. Deine Zeit ist endlich gekommen. Für was? Den finalen Testkindchen. Weißt du, was das heißt? Unsere Watch, noch eine Aufrüstung. Noch eine Aufrüstung. Sie hat den höchsten Rang. Ja, dein geistiger Freund hat recht. Sie kann dann nicht mehr stärker werden. Aber was ist? Versuchen wir es? Natürlich. Level 50. Ja, Zeit für einen Yokai-Watch-Rang S, ja. Das ist der höchste Rang. Ich meine, ich will eine stärkere Watch. Was denkst du, Whisper? Naja, ich bin sicher, dass er will, dass wir erst noch Hatter Yokai bekämpfen. Nee, das wäre zu einfach. Vorhersehbar. Ich habe eine neue Aufgabe. Ist das Ihr Ernst? Ich war so sicher. Ich bin immer gerne sicher. Mann. Warten wir ab, was er zu sagen hat. Hehe, okay. Habt ihr zwei euch schon mit Temportalix angefreundet? Haben wir. Heißt das, wir reisen zurück in die Vergangenheit? Bingo. Ihr müsst in der Vergangenheit einen bestimmten Kerl treffen. Hört sich gut an. Definitiv einfacher als gegen harte Yokai zu kämpfen. Ja, und diese Person? Die Spannung bringt mich um. Verdammt, sagen Sie es doch endlich. Bin ich. Sie? Ich verstehe es nicht. Genau, wovon reden Sie? Hört gut zu. Ich habe mich endlich an unser erstes Treffen vor Jahren erinnert. Ihr Frechdachse kommt hier rein und meint, es wäre Teil eines Tests. Kann das sein? Stell mich nicht in Frage, Kindchen. Mein Gedächtnis ist blitzgescheit. Jedenfalls dachte ich, es wäre eine gute Herausforderung für euch. Das stimmt. Los, Whisper, besuchen wir rund um die Uhr in der Vergangenheit. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe einen kleinen Tipp für euch. Damals waren Läden nur nachmittags geöffnet. Denkt daran. Verstanden. Okay, aber dann hat vermutlich dann eher in der Vergangenheit eine Aufgabe für uns. Würde mich nicht wundern. Das dann heißt, dass man in der Vergangenheit vielleicht gegen irgendwelche Viecher kämpfen muss, weil einfach so geschenkt den S-Rang werde ich kriegen wir wohl nicht. So, ja nun, ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich bis zum nächsten Part, also wie gesagt, der hat gerade schon angefangen hier, also dass ich bis zum nächsten Part dann wohl die verschiedenen Yokais hier, also die QR-Codes und so weiter scanne, weil ich glaube, die Früchte-Yokais haben sind auch wie beim ersten Teil die verschiedenen Element-Yangs, sind die halt auf die QR-Codes, glaube ich, limitiert, dass man die dann erscheinen lässt. Glaube ich, wie gesagt, bin ich nicht sicher. Was ich auf jeden Fall auch noch mache, ich laufe vermutlich dann nur viel rum und werde erstmal viel Kundschaften, ihr kennt es ja. Oh, da ist eine Dose. Die Frage ist nur, wo ist der Mülleimer dafür? Weil ich habe mir sagen lassen, dass wir wohl die ganzen Dosen, entweder brauchen wir eine gewisse Menge an Dosen oder halt in jeder eben Abschnitt müssen wir mal die Dosen ins in den Müll geschossen haben, damit wir vielleicht noch eine Mochismo so? Ach, da unten, okay. Damit man halt noch eine Medaille frei. Hier so eine. Na. Ein Pokal freischalten, also hier ein Ingame-Erfolg. Vor allem, das habe ich eben noch gar nicht geguckt. Wir haben ja hier einen neuen gehabt. Du hast neue Trophäen bekommen. Ja, lass mich gucken.
Okay. Fatale Vernichtung vor Fatal besiegt. Okay, alles klar. Mal weiter hier. Was ist sonst noch neu oder war das nur die eine? Nur die eine, okay, alles klar. Und vor allem, wisst ihr, ich spiele schon seit 40 Stunden dieses Spiel. Und wir haben gerade mal 8% erreicht. So, aber jetzt machen wir mal ganz kurz das, was ich hier vorhatte. Und zwar gehen wir zum Herrn Flügge. Vielleicht hat er ja eine Quest für uns. Er hat ja auch eh gemeint, dass er später für uns vielleicht eine Quest hat. Ja, okay, hat er. Was willst du denn? Na, er ist ja ein charmantes Kerlchen, oder? Er versteht auch Sarkasmus. Oh, Verzeihung, ich, Moment, kann das sein? Dieser barsche Herr kann mich hören. Ich finde es vor allem immer noch lustig, dass sie halt das Spiel immer noch so aufbauen für die Leute, die Yo-Kai Watch 1 nicht gespielt haben, dass die das nicht mehr wissen. Aber den haben wir ja schon im ersten Teil ja gesehen. Ja, ich kann dich auch sehen. Unglaublich, sind Sie zufälligerweise ein Yo-Kai? Was? Bist du blind? Ich bin ganz klein Mensch. Du bist ziemlich frech, ich würde dich rauswerfen, aber ich bin zu schwach. So ist er also, wenn er sich schwach fühlt, oh Mann. Ich entschuldige mich für meinen Freund, er meint es gut, denke ich. Ist das Ihr Haus? Ja, ziemlich erbärmlich, nicht wahr? Was soll das denn? Was soll all die Fragen? Willst du meine Lebensgeschichte hören? Herrn Flückes Geschichte. Herr Flücke hatte bessere Zeiten. Hör dir seine traurige Geschichte an. Es sieht zwar aus, als wäre mein Leben ein Chaos, aber es war mal richtig gut. Ich kam sehr gut zurecht, weißt du. Aber dann verlor ich meine Arbeit und all diese anderen Desaster sind passiert. Bevor ich mich versah, war ich hier und allein. Es wurde ziemlich schlimm. Wie dramatisch, wie ein Stück aus von Shakespeare. Das reicht, du bist ein unnötiger kleiner Yokai, oder? Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Was? Wieso denn jedes Mal? Aber ich weiß es zu schätzen, dass ihr zuhört. Ist nett mit euch zu reden. Oh, hat er gerade kurz gelächelt. Auch wenn der hier ziemlich frech ist. Ja, aber jetzt hör doch mal. Wenn euch der ihr danach ist, wiederzukommen, plaudere ich gerne wieder weiter. Sicher, wir kommen bald mal wieder und reden weiter. Ja, alles um einen einsamen alten Mann zu treffen. Sollen wir morgen wieder kommen? Ja, aber vielleicht lässt du den Joker besser zu Hause. Ich würde gerne, aber der kommt eh immer mit, egal ob ich Chibanyan dabei habe. Was? Okay, müssen wir erst... Ja gut, alles klar. Gut, immerhin haben wir dann jetzt mit ihm gesprochen. Falls wir dann mal Tag-Nacht werken lassen müssen, dann haben wir das zumindest mal erledigt. Jo, die Frage ist, wo gehe ich jetzt noch hin? Ich wusel, wie gesagt, mehr rum. Aber ich wollte zum einen Laden da. Wo war der? Der war doch... War der... Guck mal da. Wie komme ich denn da hin? Okay, ich lasse mich wieder ablenken von Kleinigkeiten, aber Schatz will ich wieder aufmachen. Hier, oder? Nee, nicht hier durch? Nee, kommt man nicht durch. Hey, wie soll man dann da hinkommen? Ich bin überfragt. Nö. Hier kann man durch, aber da hinten nicht. Oder wieder irgendwas mit Klettern und dann rüber? Nee. Ah, doch hier. Das sind Fußspuren. Okay, und hier ist die Mülltonne wieder, wo wir was reinkicken könnten. Aber das ist doch dieselbe Stelle. Die habe ich beim letzten Mal schon gehabt. Okay, warte. Ich will jetzt die Schatztruhe haben, weil ich verrückt bin. Auch wenn es jetzt 20 Minuten dauert. Würde mich nicht wundern. Man kennt mich ja da langsam. Ich wüsste es aber nicht, wie... Okay, ich muss auf jeden Fall hoch. Warte. Dupp. Ja, hier. Okay. Schon krass. Normalerweise müsste man ja denken, da wäre dann was Besonderes drin. Aber ich glaube, das ist jetzt in dem Fall absoluter Standard, weil wir ja sowieso schon das Spiel durchgespielt haben. Aber wenn so eine Schatztruhe da ist, dann will man die schon ganz gerne haben. Ich habe nur am Anfang immer viel liegen gelassen, weil ich dachte, das kommt da erst später hin. Aber man sieht es ja. Man hätte ja Zeit hinkommen können. Okay, aber immerhin ein gutes Buch für den Anfang. Ich meine Full Defense. So, ist es halt wie gesagt... Achso. Ich kam da... Achso, das ist aus der Kürze. Ja, gut, alles klar. Ich sage, ich bin zufrieden.
So, wo war jetzt nochmal dieser... Ich meine, ich ist jetzt das Problem, dass... Achso, das ist die Apotheke. Dass ich immer wieder vergesse, wo Läden sind. Mal ganz knapp eben gucken. Weil es hieß ja, der hat ja neu, haben ja alle irgendwie neue Sachen drin. Hat er jetzt die bittere, hat er die bittere Medizin vorher nicht gehabt? Kann es sein? Würde mich fast nicht wundern. Doch, doch, genau, da hatte die andere. Oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, egal. Egal. Wir werden es auf jeden Fall noch merken. Wir haben ja auf jeden Fall noch verschiedene, viele Sachen. Also ich bin gerade aktuell maximal abgelenkt, weil ich wieder alles machen will. Ich wollte jetzt in erster Linie zu der Stelle, wo Nyada den Schlauch abgelegt hat. Wo war denn das jetzt nochmal? Oh, Lukai. Oder ist es wieder eine Tür? Okay, ist eine Tür, dann gehen wir auch mal rein. Stimmt, das könnten wir auch mal machen. Ich habe keinen Fokus, ihr merkt schon, ja. Immer wieder abgelenkt von allem Möglichen. Weil ich wollte auch noch unbedingt noch mal in die ins Museum rein. Weil ich da auch endlich mal die Kugeln und Co. geben möchte. Da wurde mir schon im Vorfeld gesagt, dass es da irgendwie später noch einen Boss geben wird. Der aber zu der Zeit... von der Person, die den gemacht hat, dass der Boss schon zu leicht wäre. Und ich denke mal, dass der für mich jetzt vielleicht auch schon zu leicht wäre. Weil ich habe ja eigentlich schon, ich hätte die Kugel ganz viel früher holen können, das wäre der Gedanke. Kampfraum und 3, alles klar. Na, toll. Und dann kommt Pistolero mit. Ja, ja. Komm mit. Ich habe zwar schon, aber gut. Ne, nicht umbenennen. So. Klapperika. Ne, nicht Klapperika, sondern hier Schnatterli. Oder so, gell? Ja, da kam keiner mit. Das ist doch nicht wahr, oder? Vielleicht habe ich mal eine Pistolero-Armee hier. Aber es macht ja Sinn, verschiedene, also auch dieselben Yokais mehrfach zu haben, weil man ja dann in so Seelenkugeln verwandeln kann. Ich glaube, auch aus dem Grund habe ich mir das Speed vielleicht im Allgemeinen ein bisschen schwerer gemacht, als es ist. Weil ich halt sehr viel halt einfach nicht beachtet habe. Zum Beispiel auch diese Maxi-Attacke hier immer mal wieder. Habe ich zum Beispiel jetzt im Kampf auch nicht eingesetzt. Aber man hat auch irgendwie nicht das Gefühl, dass man es dringend braucht oder so. 3 Kugeln. Ja, wisst ihr, was wir jetzt machen? Dann machen wir es einfach wirklich so. Ja, verlassen. Erstmal gucken, wo kommen wir erst wieder raus, gell? Wir sind immer random oder so. Okay, ganz simpel. Das war fast schon zu simpel. Ja, machen wir es einfach so, dann gehen wir zum Museum. Wenn ich eh nicht finde, was ich suche, dann weiß ich zumindest, wo es lang geht. Dafür brauchen wir den Typen, genau. Und seine Folgequest sozusagen. Museum war aber rechts, ja, genau. Ich sollte vielleicht mal ein Portal benutzen, macht glaube ich am meisten Sinn. So, und was das Yokai Fangen angeht, da muss ich halt noch gucken, wie ich das mache. Ob ich halt irgendwie sage, dass ich hier irgendwie mal... Partzahl, wo ich dann nur, also stimmt mal eine Sache, wenn ich wie gesagt, von 1000 Sachen ablenken lassen. Und zwar, man konnte auch dieses eine Bild, was ich hier gefunden habe, diese Schnappschuss, den konnte man sich auch angucken. Habe ich noch gar nicht gemacht. Und zwar sollen es, glaube ich, 8 verschiedene oder 10 verschiedene Bilder sein und jeder sieht halt natürlich auch anders aus. Okay, alles klar, verstehe schon. SM-Einheit Sonja, erste Generation. Alles klar. Dann weiß man zum Beispiel endlich mal, wie die, warum halt die Banyan auf die Katzen steht, gell? Die Supermiezen, gell, waren das ja. So, und von ihm müssen wir natürlich auch noch ein paar Typen holen. Wie läuft die Tatensuche? Willst du die Übersetzung jetzt nochmal hören? Ja, mach mal.
Mann mit aus all das, mit Fliege, spitzes Haar und auffälligem Bart. Etwas stämmiger älterer Mann mit Glatze und schwarzer Kleidung. Mit Glatze? Vielleicht ein Mönch? Achso, das ist ja also, gut. Ein paar Mal davon ja schon, gell? Frau mit starkem Willen in Weiß. Muss unbedingt viel Energie haben. Die Dame vom Museum vielleicht, okay. Okay, die haben wir ja. Die ist ja die, Ach, da ist der Korrelat. Okay. Okay, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Okay. Sorry, Wechsel. Fliegender Wechsel. Und zwar will ich eine sehr alte Quest endlich mal beenden. Gott, ey. Also, die Folge ist maximal, hier verwirrend. Kein Wunder, dass ich dann auch diesen, Curryladen nicht finde, weil da steht zwar dran, Restaurant. Nee, das ist das hier. Das hier. Da steht aber nicht Curryladen dran. So, genau. Oh, schönen Tag. Wünsche ich Lust auf eine ballpreisige grüne Curry. Oh, heißt das, Sie nehmen dieses Jahr einen Gourmet-Wettbewerb teil? Ja, natürlich, wir müssen einfach mitmachen. Ich verrate dir etwas, warum rede ich in Französisch, weiß nicht, egal. Sofern es unter uns bleibt, die Firma, die das sponsert, hat ihren Sitz wohl ganz in der Nähe. Und eine ihrer Mitarbeiterinnen kommt ziemlich oft 19 Uhr hierher. Tatsächlich? Oh, das ist eine sehr nützliche Situation, würde ich sagen. Vielleicht treffen wir diese Person hier um 19 Uhr. Also das ist jetzt noch die Quest mit der Biggie, falls sich einer wundert. Wir sind das Lieblingsrestaurant dieser Mitarbeiter. Wir können nicht verlieren. 19 Uhr. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Na. Ja gut, das dauert noch. Gut, dann haben wir das zumindest. Also er kommt aber hierher dann 19 Uhr. Also das heißt im Prinzip, wenn es dann gegen Abend geht, gell? Oder war das so gemeint? Wisst ihr was? Ich penne jetzt einfach und dann merken wir es gleich wieder. Wo? Oh. Währenddessen? Ich wollte eigentlich nur pennen gehen. Ja, aber, das ist doch der Typ, der, bei Silvio und Gold dabei war, oder? Ich sag aber nicht, der belebt jetzt wieder. Ach, krass. Das tat weh. Hey, ich hätte nie erwartet, von diesem Typen wiederbelebt zu werden. Ja, nicht schlecht, Bronzo. Nicht der Rede wert. Aber ich sollte euch sagen, dass Frau Vergelt besiegt wurde. Was? Frau Vergelt ist weg? Diese Gehirn. Es ist dieser verfluchte Yokai-Watsch. Wir werden nie etwas erreichen, solange das Kind die Watsch benutzt. Aber wie halten wir dieses Gehör davon ab, sie einzusetzen? Der Uhrmacher, die Katze, irgendwas steht immer unseren Plänen im Weg. Nichts, das wir bisher versucht haben, hat funktioniert. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Es hat mit dem großmäuligen Butler zu tun. Wenn es gut geht, ist es, als wäre Frau Vergelt nie besiegt worden. Ich verstehe. Das ist ein großer, toller Plan. Wir sollten ihn sofort in Bewegung setzen. Hehe, aufregend, nicht wahr? Die haben irgendwas mit Whisper vor. Ich kapiere es nicht. Was ist der Plan? Ich verstehe die beiden nie, weil sie auch nichts gesagt haben. Ich habe mir ja sagen lassen, dass der Typ ja, erst bei der Version dazu kam. Also wird wohl das, was jetzt auch hier passiert, auch nur in der Version drin sein, denke ich mal. Ich wollte eigentlich nur bis abends pennen,
damit wir gucken, ob wir im Curryladen weitermachen können. Weil jetzt dürfte es ja 6 Uhr abends sein. Also halt noch eine Stunde und dann vielleicht ist die dann da oder so, glaube ich. So, oh, warte mal, ich laufe hier raus. Ja, es regnet, ich wollte eigentlich mich rüberporten. Zum Hauptbahnhof, genau. Dinge passieren hier. Aber finde ich gut. Finde ich gut, dass dann noch mehr kommt. Dass sogar von Postcon auch noch irgendwie die Story weitergeht, in dem Sinne. Genau. Curryladen. Jetzt müsste ich natürlich wissen, wie lang eine Ingame-Stunde ist. Vielleicht ist eine Ingame-Stunde eine Minute oder so. Würde auch mal gerne sehen, ob hier bei dem einen noch was geht. Aber ich glaube, dafür müssen wir den passenden NPC finden. So, die Uhrzeit sagt... Ja gut, das ist halt jetzt schwierig zu deuten, gell? Ich glaube, der eigentlich müsste ja dann der Zeiger hier an der Stelle sein. Oh. Ich wollte schon gerade wieder sagen hier. Weißt du, erstmal speichern, gell? Genau. Nicht, dass jetzt hier wieder irgendwas, keine Ahnung, irgendwie Schreckenszeit kommt und hast du nicht gesehen. Also musst du auf jeden Fall ehrlich sagen, das Game ist auf jeden Fall sein Geld wert. Also was da, du kannst da wirklich ewig lang spielen dran. Wenn man jetzt halt nur wüsste, wie viel Uhrzeit genau es wäre. Also einfach nur oben die Zeitanzeige. Aber ich gehe stark davon aus, dass da jetzt halt noch diese eine Stunde vergehen muss. Das ist natürlich die Frage, wie lange diese eine Stunde ist. Ansonsten müssen wir in der Zwischenzeit doch was anderes machen. So, habe ich eigentlich den Mochi gefangen mittlerweile? Glaube ich nicht, oder? Und hier können wir auch nicht mehr rein, gell? Das ist halt irgendwie kein Level mehr. Das ist nur im ersten Teil gewesen. Wie gesagt, ich wusel noch ein bisschen rum. Einfach so. Damit ein bisschen Zeit vergeht. Weil nur rumstehen will ich natürlich auch nicht, in dem Sinne. Wir können ja auch mal was kaufen, gell? Wir können... Die Buschpassage ist nur am Tag offen, gell? So, Rockenreisbälle. Die müsste ich mir auf jeden Fall holen, damit wir immer so ein bisschen was zum Healen haben. So, mindestens 10 Stück erstmal wieder. Wieder mal ein Schokoriegel. Den gibt es hier leider nicht. Ja, schade. Ja, jetzt würde ich gerne in der Zwischenzeit irgendwas machen und ich weiß nicht was. So muss das Thema erstmal abgelenkt sein, eben 2 Tage und jetzt hier die Zeit durchschlagen. Wir können nicht in die Arcade bei Nacht. Wir können vielleicht mal, stimmt, wir könnten vielleicht mal gucken. Warum ist der Typ da oben? Ne, der ist nicht da, gell? Wir könnten vielleicht mal, wir könnten mal hier seitlich reingehen. Gab es ja auch im ersten Teil ja was, hier die Pauktstätte und Co. und das Krankenhaus. Ob es hier vielleicht noch Quests gibt, die ich die ganze Zeit übersehen habe. Ne, hier ist gar keine Quest drin. Hier ist gar nichts, nur NPCs. Aber vielleicht mal quatschen. Oh, da ist Armin. Undead, was machst du denn hier? Ich würde gerne quatschen, muss mich aber gerade auch hier drauf konzentrieren. Dann tu das. Soll irgendwas davon Sinn machen? Ich weiß es nicht. Zögere nicht nach Hilfe zu fragen, solltest du welche benötigen. Das macht alles keinen Sinn. Kann man das lesen? Nee. Wenn ich hier eine 1 bekomme, komme ich bestimmt auf meine Lieblingsuni. Dann werde ich so weit weg sein. Nochmal, wird so weit weg sein, ja? Dann werde ich so weit weg sein. Achso, wenn die Uni so weit weg ist, okay. Die Lehrerin ist so aufgedreht. Denkt sie wirklich, dass Lernen Spaß macht? Man muss es positiv sehen. Ha, ich wette, eure Aufnahmeprüfungen stehen bald bevor. Aber jetzt wird es um einiges schwieriger. Aber ich bin mir sicher, ihr schafft das. Ja. Ich lese keine Comics mehr, schaue TV oder spiele. Ich lerne nur noch. Sie sagen, dass man das muss, um an eine Elite irgendwie angenommen zu werden. Ja, gehört auch mit dazu. Ist einfach so. Die Stunden für jeden Schüler sind früher am Tag. Ältere Schüler denken nämlich, es sei cooler, nachts zur Schule zu gehen. Was nochmal?
Die Stunden für jüngere Schüler sind früher am Tag. Achso. Ja gut, solange man auch zur späten Abendstunde noch lernen kann, warum nicht? Ich kann sich nur leider nicht wieder aussuchen. So, in den Polizeistation konnte man nicht rein, gell? Nee. So, hat mir noch so einen Seitenweg, stimmt ja. Bin ich denn schon mal gelaufen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nicht in diesem Teil. Ach, guck mal, selbst hier gibt es Amnesimon. Wer ist das eigentlich? Haben wir den schon gesehen? Ich glaube schon. Wenn nicht, einfach mal sicherheitshalber anklicken. Amnesimon, kommt mit. Amnesimon Freund, bist du doch noch. Bist du doch nicht, oder? Doch schon, aber ist okay. Amnesimon. So, komm schon mit. Tja, nun, okay. Nur ein Durchgang. Weil ich auch mehr feststelle, wir waren länger Zeit nicht mehr in der Kanalisation drin. Es ist noch so viel zu tun, noch so viel zu tun im Spiel. Ich freue mich, aber ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Also im Sinne von, was ich fokussieren will. Immer lasse ich mich ablenken. Also heute der Part ist wirklich schlimm. Man könnte gerade meinen, ich spiele es gerade jetzt zum ersten Mal und erkunde erstmal die Stadt hier. Hier ist ja gar keiner da, außer die Rezeption. Es tut mir leid, abends behandeln wir nur Patienten mit Termin. Wenn du morgen noch krank bist, wird sich ein Arzt für dich Zeit nehmen. Ich bin aber jetzt krank. Oh, man kann hier hoch. Das ging im ersten Teil aber, glaube ich, nicht. Okay, eine mit einer Nebenaufgabe. Der Herr Baumgart. Es gibt viele Dinge, die du in einem Krankenhaus nicht tun kannst. Ich wünschte, ich könnte gerade zu den Lenzhausener Bädern gehen. Tja, nun, was machst du so spät hier? Ich sag dir, der Sicherheitsdienst hier ist viel zu nachsichtig geworden. Wie ist es schlimm, wenn ich hier bin? Randale. Na, hier ist nachts nichts los. Ich wünschte, etwas Aufregendes würde passieren. Die meiste Zeit ist mir hier stinklangweilig. Tja, kann ich verstehen. Jetzt laufe ich hier rum und rede mit NPCs. Oh Mann. Hey, kommst du zu Besuch? Ich hoffe, du schmuggelst mir ein paar Süßigkeiten rein. Warte mal, wie heißt der? Nee, alter Herr, okay. Hätte vielleicht eine Anspielung vom ersten Teil sein können oder so. Süßigkeiten reinschmuggeln. Natürlich. Da, 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 da. Ich meine, gut, hat ja keiner irgendwie mich aufgehalten, hier reinzukommen. So, wie sieht die Uhrzeit aus? Die hat sich kaum bewegt. Vermutlich, weil ich auch die ganze Zeit hier mit NPCs quatsche, da wo die Zeit dann gestoppt wird. 19 Uhr. 19 Uhr ist 7 Uhr. 7 Uhr abends. Hast du die komplett probiert? Sie enthält ein bisschen von allem. Selbst die Stammkunden bestellen dieses Monster nur am Zahltag. Ja, weil es teuer ist, vermutlich, oder? Na, wenn ich jetzt wüsste, wie lange das jetzt dauert, dann würde ich ja hier jetzt warten. Weil das wäre vielleicht so eine Quest, die man dann noch gerne machen wollen würde. Wow, Leute, ich wollte nur in der Zwischenzeit irgendwas kaufen. Und jetzt passiert hier irgendwas. Ich wollte nur Knapperzeug eben kaufen, Mann. Hallo Kinder, so junge Leute sieht man hier selten. Wie kann ich euch helfen? Aber warte kurz, was spüre ich da? Ach, das ist also wegen Cubicles. Okay, alles klar. War schon gleich verwundert hier. Oh, diese Frau ist anscheinend ein... Ah, so ist das also. Ich hätte nie erwartet, jemanden wie sie in dieser Stadt zu treffen. Aber sogar in ihrer aktuellen Form glänzt sie ohne Frage. Ja, ich fühle mich geehrt, von jemandem wie dir so ein Kompliment zu erhalten. Alles klar. Es ging um die Kugel. Hä, Cubi, kennt ihr zwei euch oder so? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich denke, wir sollten jetzt weitergehen. Ha, meinesgleichen hier zu treffen. Wie unerwartet. Dass man immer noch so ein Geheimnis draus macht, gell? Lass mich Kekse kaufen.
Nein. Nein, nein. Geh weg. Also was hieß Kekse? Knapperzeug? Süßkram. Genau. Nur ein bisschen. So, weil wir müssten knapp hier eigentlich jetzt hier, wenn man die Uhrzeit oben sieht, müsste man das knapp haben. Ist halt nicht ganz genau, ich weiß noch nicht, ihr müsst natürlich ein bisschen danach warten, aber ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich gehe nur ganz kurz rein, kauf was und danach hat sich das und dann, ja, kommt sowas hier. Aber gut, man soll ja besondere Leute anquatschen, gell? Darf man nicht vergessen. Schön aber, wenn man so eine Quest nebenbei noch weitermachen kann, so ist es ja nicht. So, aber ich warte jetzt nochmal ganz kurz, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ist der Strich auf jeden Fall jetzt danach. Ich hoffe, das reicht. Oh Mann. Ne, der verkauft nur Zeug. Der hat doch gemeint hier nach 19 Uhr, oder? Oder hätte ich das vorher Biggie sagen sollen? Habe ich nicht ganz aufgepasst. Aber ich kann mir die Quest auf jeden Fall gerne nochmal angucken. Kyubi, Reggie, Kiefernpilz, Herrn Flügge. Das hier, gell? Biggie will Priester, bla bla bla. Sie haben einen Preisrichter, Internetshaus und Downs und können. Ich glaube, ich muss diese Information Biggie wiedergeben vorher oder so, habe ich das Gefühl. Die wird vermutlich nur am Tag da rumstehen, oder? Würde mich nicht wundern. Würde mich doch nicht wundern. Das macht mich diese Quest hier kirre. Ich meine, ich weiß noch gar nicht so genau, was ich davon halten soll, wenn halt gewisse Quests in gewissen Uhrzeiten sind. Gut, Tag, Nacht ist eine Sache. Aber halt die Sache mit hier, dass man da bestimmte Uhrzeiten haben kann, dann kriegt man nicht unbedingt jetzt den direkten Ausmaß davon. Ja gut, nee, die ist nicht da. Er meinte doch so ab 19 Uhr bei seinem Laden, oder nicht? Das hat er so gemeint, oder habe ich das falsch verstanden? Ich muss aber ganz ehrlich sagen, manchmal wäre ich froh, wenn ich halt hier Yo-Kai Watch streamen würde. Dann könnte man nämlich solche Fragen direkt stellen und nicht hinterher, wenn der Part längst vorbei ist. Na gut, dann mach ich es noch einmal Tag und wenn es halt da nichts wird, dann, ja, dann keine Ahnung. So, Biggie, kann ich dir was sagen? Ja, nein, vielleicht? Nee, sag ich immer noch mit den Infos. Curryladen und der Bäckerei. Ja, bei den beiden habe ich ja gequasselt. Ich verstehe die Quest nicht, das ist mein großes Problem. Weil das Dumme ist, man hat zwar dann die Infos, aber man hat irgendwie nicht die genauen Infos, wenn es Sinn macht irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Das ist vermutlich das Problem, wenn man halt solche Quests immer so etappenweise macht und sich dann hinterher fragt, was haben denn die NPCs nochmal gequasselt? Aber das ist nur einmal gesagt. Puh, keine Ahnung. Nee. Nee, nee. Dann machen wir es so. Dann mache ich jetzt andere, was ich machen wollte. Und zwar, wir gehen einfach noch nochmal zum Herrn Flügge. Da haben wir jetzt einmal gepennt. Hören uns an, was er zu sagen hat. Wir werden vermutlich seine Quest nicht machen, aber zumindest erstmal dann grob wissen, was er von uns will. Weil ich gehe fast davon aus, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, wieder mit dem Vogel-Yokai, irgendwie sowas. Vom ersten Teil. Weil irgendwas ähnliches muss es ja sein mit Vögeln bei ihm. War ich da richtig? Ne, eins oben muss ich hin, gell? Genau. Zum Runden die Uhr. Da.
Wenn es nicht so warm wäre, wäre ich vermutlich ein bisschen, ich sag mal, genauer im Kopf. Man will halt irgendwas machen und dann geht's nicht und dann lässt man sich ablenken, ist furchtbar. Deswegen sollte man eigentlich eher Dinge fokussieren, damit man hinterher sich nicht fragt, wo jetzt Dinge A und B nochmal waren. Macht doch vielleicht doch ein bisschen Sinn, würde ich mal behaupten. Und selber lerne es nicht. Oh Mann. So, immerhin haben wir einen Grund gehabt, um pennen zu gehen. Hä? Oh, du bist wieder. Ich dachte nicht, dass du wiederkommst. Es sei nicht so mürrisch. War doch klar, dass wir wiederkommen würden. Na gut. Worüber haben wir gestern geredet? Sie haben erzählt, wie ihr Leben eines Tages einfach den Bach hinunterging. Und du findest das lustig? Nicht im geringsten. Was ist denn mit Familie und Freunden? Haben Sie welche? Meine Persönlichkeit scheint die Leute eher abzuschrecken, also, ja, wen wundert's? Nein. Sie müssen wenigstens nie jemanden ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Weißt du, ich habe seit Jahren kein Geburtstagsgeschenk mehr bekommen. Ich verbringe meine Zeit mit Forschungen und dem Sammeln seltener Vögel. Seltene Vögel? Ich hatte mal ein paar eigene. Sie waren meine engsten Freunde. Natürlich musste ich sie verkaufen, als meine Schulden immer größer wurden. Im Prinzip ist es dasselbe wie im ersten Teil. Das ist so traurig, aber ich kann ihr Freund sein. Sicher? Ich meine, wer möchte denn mit einem Mann wie mir befreundet sein? Ich würde. Ich finde sie nicht so kriegscremig, wie sie denken. Ich frage mich. Whisper, hörst du überhaupt zu? Kümmere dich nicht um mich. Naja, ich tue jetzt besser wieder so, als würde ich diese Zeitung lesen. Komm morgen wieder, wenn dir nach Redensmut ist. Sehen Sie sich die Karikatur darin an. Sie ist echt lustig heute. Wow, okay, wieder ein Tag später. Naja. Und der nächste Tag. Oh, du bist zurück. Toll, komm rein. Ich fühle dich wie zu Hause. Sie sind heute aber gut gelaunt. Ist das etwa ein Problem? Natürlich nicht. Es ist schön, Sie so gut gestimmt zu sehen. Übrigens, mir ist letztens etwas aufgefallen. Sie erwähnten, dass Sie letztlich eine Vögel besaßen und sammeln. Stimmt's? Ja, was ist damit? Whisper, worauf willst du hinaus? Ich habe eine Theorie, die einiges erklären könnte. Nun, Herr Flügge, denken Sie an die vergangenen paar Jahre zurück. Fingen die unglücklichen Ereignisse an, als Sie die seltenen Vögel sammelten? Ich glaube schon. Es fing an, nachdem ich diesen einen Vogel bekam. Einen spezifischen Vogel? Ja, es war der ungewöhnlichste Vogel, den ich je gesehen hatte. Ich musste ihn haben. Wo ist dieser Vogel jetzt? Ich hielt ihn in einem anderen Raum, dem geheimen hinter dem Bücherregal. Eines Tages ist er einfach verschwunden. Ich weiß nicht, was passiert ist. Alles, was mir bleibt, ist der leere Käfig. Ande, denkst du, dieser Vogel könnte ein Yokai gewesen sein? Ein Yokai? Du denkst, ein Yokai steckt hinter Herrn Flügges Pech? Es ist nur eine Theorie, aber vielleicht sollten wir uns diesen Raum ansehen. Ihr wollt dort hineingehen? Okay, aber nicht zu lange. Okay, Ande, lass uns hinten in dem Regal links nachschauen. Okay, ich speichere mal vorher, nicht, dass da jetzt irgendwas passiert. Weil das war ja eigentlich vorher der Raum vom, wie hieß er nochmal, Schwarzflügel oder so? Oder Dunkelflügel? Dunkelflügel war es, glaube ich. Ja, ich spüre eine sehr starke Yokai-Aura in diesem Raum. Dann war es ein Yokai. Tatsächlich, ein Flügels Mischgeschicke waren mehr als ein Zufall. Suche im Raum mit deiner Yokai-Watch und wir können dieses Elend beenden. Der ist sehr stark, man darf nicht vergessen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ihn bekämpfen will. Ja, doch, Dunkelfeder. Hey, guckst du mich etwa an? Wir haben ja vielleicht ein Problem, Anne. Das ist Dunkelfeder.
Alle, die von ihm beseelt wurden, verfallen in Hoffnungslosigkeit. Na, kann ich dir irgendwie helfen? Hallo Dunkelfeder, weißt du, die Sache ist die. Wir haben keine Zeit für Nettigkeiten, Anne, wir müssen handeln. Wisper, warte. Wow. Ja gut, ja, ich guck mal, wenn er mir ins Gesicht haut, dann weiß ich ja, was Sache ist. Oh ja. Stimmt, man muss ihn ja auch füttern, gell? Nee, man kann ihn gar nicht füttern. Da wird hier angezeigt, dass er Brot will, aber man kann ihn nicht angreifen. Ich glaube, ich hätte den Kampf nicht im Part machen sollen, weil, ja. Ich will ein bisschen dauern. Ich mach mal den hier schneller, weil das ist ja kein neuer Yokai. Also nicht wirklich ein Boss, sondern ist eigentlich mehr so ein spezieller Yokai, den man halt für seine Party gewinnen kann. Mich wundert nur, warum man ihn nicht füttern kann. Weil entweder... Ja, hört doch auf, wie viel Schaden zu machen. Entweder ist es so aufgebaut, dass hier... dass man ihn auf jeden Fall bekommt, wenn man ihn besiegt. Nicht so wie im ersten Teil. Okay, geht eigentlich vom Schaden her. Kann eigentlich machbar sein. Nicht ins Unglück stürzen! So, ich ende mal bewusst, ihr wisst ja, gell? Damit wäre ich da hinten dann heile, dass dann vorne wieder Damage kommen kann. Aber immerhin gedebufft, okay. So, was war das denn? War das gerade ein Keks? Ich habe doch gerade einen Keks gesehen. Aber gut, dann, wie gesagt, wenn der Kampf nicht so lang geht, also im ersten war auf jeden Fall schwerer. Definitiv. Ah, da wird der Schnellkick gereinigt. Und besiegt. Okay, alles klar, dann ist es okay. Lag auf jeden Fall nicht daran, dass ich zu stark war. Absolut nicht. Spirituelle Studien war es, okay, alles klar. Puh, so sind wir. Sind wir bereit, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Oh, das war nicht sehr nett. Warum habt ihr mich so attackiert? Whisper, ich glaube nicht, dass dieser Yokai das mit Absicht macht. Was? Oh ja, war nur dieser... war nur in diesem dunklen Raum hier und hab niemanden gestört. Oh. Du hast uns einen komplett unschuldigen Yokai attackieren lassen. Tut mir leid, ich wollte nur dem alten Mann helfen. Er sollte mich mögen. Es tut mir so leid, Dunkelfeder. Weißt du, warum das passiert? Hä, warum was passiert? Naja, ich glaube, du beseelst den alten Mann, der hier lebt. Das würde ich nie machen. Ich sitze nur hier, das ist alles. Er hat sich so gut um mich gekümmert. Warum soll ich ihn beseelen wollen? Ah, jetzt weiß ich, wo wir falsch gelegen haben. Du falsch gelegen hast. Dunkelfeders reine Anwesenheit kann Ärger und Verzweiflung verursachen. Leider liegt das einfach in seiner Natur. Er kann es nicht stoppen. Ah, also denkt ihr, ich habe Herrn Flügges Problem verursacht? Oh... Naja, irgendwie. Oh nein, ich sollte mich entschuldigen. Entschuldigen? Dunkelfeder, wo bist du hin? Komm schon, Whisper, gehen wir und suchen Herrn Flügge. Ah, ich hoffe nur, er kann mir verzeihen. Ich kann nicht glauben, du warst die ganze Zeit ein Yokai. Ja, und der ganze Ärger tut mir leid. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Es ist alles meine Schuld. Meinetwegen haben sie alles verloren. Oh, mach dir darüber keinen Kopf. Das ist alles nicht mehr so wichtig. Guck, ich habe neue Freunde gefunden. Das stimmt. Ich habe sie nur deinetwegen gefunden, Dunkelfeder. Also, danke. Oh, wirklich?
Ja, klar, habe ich mich eine Weile sehr niedergeschlagen gefühlt. Aber echte Freunde hören zu, wenn du Probleme hast. Sie sind für dich da. Früher war ich ganz allein. Es war egal, wie viel Geld ich hatte. Ich war nie glücklich. Jetzt sieht es besser aus. Vielleicht bin ich sogar irgendwie glücklich. Vielleicht. Also was sagst du, Dunkelfeder? Willst du auch mein Freund sein? Sind Sie sicher? Ich bin nicht so ein lustiger Gesprächspartner. Ha, ich auch nicht. Okay. Können wir auch Freunde sein? Auf jeden Fall. Dunkelfeder. Ja. Okay, kriegt man auf jeden Fall einfacher. Im ersten Teil musste man halt noch ewig oft gegen Dunkelfeder kämpfen, bis man vielleicht den Kampf mal ein bisschen beispielsweise mitgekommen ist, im Sinne von hier einmal am Tag bekämpfen, und einen Real-Tag übrigens. Und am einfachsten macht man das, indem man einfach nur vorher speichert und immer wieder kämpft, bis er halt dann doch mitkommt. Das war auf jeden Fall einfacher hier. So. Und ist sogar einer von den Ziegel-Yokain, alles klar. Also ich denke mal, für manche muss man wirklich eine Quest machen, damit man halt dann die Siegel freischaltet. Wir werden gute Freunde, vielleicht können wir dich sogar etwas aufheitern. Oh, ich bezweifle das, aber ihr könnt es versuchen. Ah, das ist da, das ist einfach. Nicht weinen, Whisper, nicht weinen. Ist alles in Ordnung, Whisper? Es ist besser als in Ordnung, ich liebe Happy Ends einfach. Ha, ich schule dir was, Kind. Und dir auch, unhöflicher kleiner Yokai. Lasst mal was von euch hören. Dunkelfeder und ich wollen nichts verpassen. Machen wir. Ah, alles klar, da haben wir zumindest eine Quest voll geschafft. Gott, ey, was ein Heckmeck. Ja, bin ich auch manchmal so niedergeschlagen? Ja, öfters mal. Merke ich gar nicht. Aber gut, 2000 Erfahrungspunkte. Gibt Sterne, die Goldpuppe natürlich auch gut, weil wir brauchen Kohle, wir brauchen dringend Kohle. Ja! Bingo! Weil ich habe auch keine Ahnung mehr, wie lange der Part noch wird, aber ich habe da ein paar Sachen, die ich eh noch rausschneiden muss, von daher würde ich es merken. Berg hat eh wert es merken. Weil ihr seht am Ende, seht ihr am Anfang schon die Länge des Parts, gell? Aber gut, dann ja. Wie gesagt, nächste Folge muss ich dann gucken, dass ich da vielleicht zwischendrin mal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, mal gucke, welche Yokai ich in die Party mitnehmen kann, weil ich kenne ja noch nicht alle. Es gibt ja noch ein paar Yokai hier, die ja neu sind. Und ich habe ja bisher nur den Zangenstar in der Party, weil er S-Rang war und wir ganz am Anfang Glück hatten, dass wir den überhaupt in die Party bekommen haben. Aber ich gehe stark davon aus, dass dadurch, dass ich hier verschiedene Sachen übersehen habe, dass wir schon hätten längst stärker sein können, als wir jetzt sind, in dem Sinne. Aber das soll natürlich kein Nachteil sein, gell? In dem Sinne. Ist halt nur eine Zeitfrage mehr, als dass es jetzt irgendwie eine andere Art von Nachteil ist. Aber gut, wenn ich halt dann die nächsten Folgen auch wieder nur so verpeilt durch die Gegend renne wie in dieser Folge, dann möchte ich mich schon mal im Vorfeld entschuldigen. Wir sind zwar heute noch nicht mal ins Museum gekommen, aber gut, dafür haben wir was anderes gemacht, gell? Dann ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich damit fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne auch einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Yokai Watch 2 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Kein Video, besser gesagt. Oder nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch bis Samstag auf Twitch streame. Falls ihr da Zeit und Lust habt, würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.